Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Heute bin ich in Japan und werde die absurdesten Tiercafés besuchen. Was viele voll an mir vorbeigegangen, das Video, bis es mir in die Kommentare geschrieben wurde. Und ich wissen ist, dass es abgesehen von den knuffigen Mainstream-Tiercafés, lecker Kaffee neben süßen Kätzchen, noch viele weitere gibt, die nicht so süß und für die Öffentlichkeit echt nicht leicht zu erreichen sind. Manche Tiercafés, in denen ich heute hingehe, sind so... Gut, ich weiß, dass es, glaube in Deutschland gibt es auch so Katzencafés, wo Katzen oder Hunde drin sind, ne? Oder man seine eigenen Hunde mitbringen darf. So undercover, dass man sie gar nicht filmen darf. Aber ob man da, ich weiß nicht. Das dort nicht hätte vielleicht gar keinen Bock in so ein Restaurant zu sitzen, wo dann die ganze Zeit mir Hundehaare um die Ohren fliegen und dann vielleicht im Essen landen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob es ganz anders, ob die Tiere dann in der Ecke sind, in bestimmten... rechten Ding zugeht und die Tiere gefährlich sind. Ist halt auch gefährlich? Jo, die fressen ich mein Essen. Ich habe es trotzdem gemacht. Okay. Fangen wir aber erstmal mit dem bekanntesten Café an, dem Katzencafé. Oh, geil! Die Katzen haben es besser als ich, Alter. Hier sind die Regeln. Katze schlagen, Katze schlagen. Ich wurde zum Tisch begleitet, bestellte... Beste Regeln ever, Alter. Ich habe kein Wort verstanden, was da drin steht, Junge. Wobei, ich spiele gerade Yo-Kai Watch 4 und verstehe auch kein Wort. Zum Glück gibt es Übersetzer. Und der Übersetzer funktioniert sogar in den Videos auch gut. Also bis jetzt habe ich alles gut verstanden. Ich weiß, dass ich jetzt 30 Jahre in der Zukunft bin, was eigentlich echt cool ist. Was zu trinken und es gab ein Buch mit allen Katzen. Damals war es Vergangenheit. Kakashi! Das Yo-Kai Watch 4 macht einfach übelst Fun. Ich bin so traurig, dass es nie in Deutsch kam. Oder zumindest in Englisch. Ballon! Was? Peter! Und ja, übrigens nicht wundern, ich habe schon wieder einen neuen Stuhl, weil ihr kennt noch den Minecraft-Stuhl wahrscheinlich. Der war von Sacred Labs, weil viele gefragt haben, woher ich den Stuhl habe. Nein, kauft ihn nicht. Ich weiß, diese Firma soll ja eigentlich ganz gut sein. Und viele schwören auch auf die Stühle. Aber erstens, ich fand den verdammt unbequem, weil er sehr hart war, vor allem am Rücken. Er hält zwar den Rücken schön gerade, aber er ist einfach zu hart, Alter. An der Seite hier unten, hier, ich weiß nicht, wie man das nennt, wo man den Stuhl aufsteckt, damit die Lehne dran bleibt. Dieser Schutz, der ist halt direkt am ersten Tag abgebrochen. Und dieses Ding zum Hochfahren hier, sieht man nicht. Okay, ist auch egal. Diese Armlehne kann man hochfahren. Die rechte konnte ich einmal hochfahren. Danach hat der Mechanismus nicht mehr funktioniert. Und man konnte auch nicht reingucken, weil es keine Möglichkeit gab, das abzuschrauben. Und ich war einfach zu blöd dafür. Ich habe es unten abgeschraubt. Es war halt alles fest verschweißt. Man konnte nicht reingucken, um das reparieren. Und für 700 Euro dachte ich mir, nee, hier, das ist doch, der geht auf jeden Fall zurück. Da habe ich mir mit dem hier mein Alter bloß in einer anderen Farbe nochmal geholt. Da schwöre ich drauf. Hälfte billiger und einfach geiler. Lustig! Und bequemer. Ich habe meinen Kaffee bekommen und dann sitzt man hier in einem Café, umgeben von ganz vielen freilaufenden Katzen. So wie in eigentlich allen Tiercafés. Und dann wollte ich gucken, ob lustig wirklich lustig ist. Das heißt, Katzenausspürung! Da ist Kakashi! Aber warum ist Kakashi am Weinen? Was ist passiert? Weil er flüchten wollte, wurde seine Familie gestern umgebracht. Und du bist Peter! Willst du spielen? Beste Erklärung ever. Was war er flüchten? Boah, das ist frech. Durstballon! Da ist er! Lustig! Aber er war nicht lustig. Enttäuschend. Preis, mittelteuer. Einrichtung, 9 von 10. Absurdität des Tieres, 5 von 10. Das war noch sehr süß, aber ab jetzt wird es nur noch absurder. Aber die Einrichtung war wirklich geil, Alter. Besser als in jedem Zoo, Mann. Das Ferkelcafé. Oh nein, was? Wieso sind die alle so geil eingerichtet, also? Erst musste ich unterschreiben, dass ich nicht mit der Schweine... Die sind ja geiler als eingerichtet als deutsche Restaurants. ...Grippe infiziert bin. Was? Ironisch. Den Rest habe ich nicht gelesen. Oh. Ja. Wie steht das in Englisch da? Im Vertrag stand sogar, dass erste Hilfe zur Verfügung steht. was? Bei den süßen Schweinen doch nicht. Okay, deswegen. Bevor man reingeht, ab, muss man seine Hände waschen. Wir sind einfach schmutziger als die Schweine anscheinend. Ich wollte es gerade sagen. Da sind Schweine drin, muss auch die Hände waschen. Genau. Dann gingen wir hinein und wurden zum Dreck, aber ey, das ist trotzdem witzig. Ich bekam eine Decke und dann kam schon das erste Schwein. Ach, oh, wie süß. Oh, cool. Das ist Ling. Hallo. Hi, Ling. Hi. Hallo. Hi. Ling ist gegangen. Dann kam doch noch Nein, er hat es umgebracht. Schweinis. Und mehr Schweinis. Und immer mehr Schweine. Wow. Und dann wurde mir klar, wieso... Wie willst du essen, wenn da die ganze Zeit überall Schweine sind? Vertrag stand, dass es hier erste Hilfe gibt. Sie fing an zu kämpfen. Boah, Junge, alles auseinandergebracht. Und fing wieder an. Direkt Mortal Kombat hier. Und wurde wieder auseinandergebracht. Und fing wieder an. Preis...
Bitte teuer. Einrichtung 9 von 10. Absurdität des Tiers 6 von 10. Und dann. Mich würde mal interessieren, was mit den Essen ist. Ach so, das ist ja Kaffee. Da gibt es ja nicht unbedingt Essen. Vielleicht ein Stück Kuchen und vielleicht ein bisschen Brötchen auf deine Wurst, aber sonst. Das war erst das zweite von 10 Cafés. Deswegen machen wir direkt weiter. Das Eulencafé. Oh, geil, einfach Harry Potter hier. Da passt die Tuna gut. Hier sind die süßen Eulen und hier stinkt es übertrieben, Alter. Ich glaube, da kommt die Scheiße raus. Saßen uns. Lego Harry Potter. Hin und mussten uns wieder Regeln durchlesen. Wie sollen wir das machen? Hier steht, lass die größeren nicht zu den kleineren Eulen. Die kleinen Eulen? Die Gäste sollen. Was? Werden gejagt von den größeren. Super Umgebung für die Eulen. Man sitzt dann in einem kleinen Raum. Der bringt alle Tiere um einem herum sind süße Eulen. Cool. Keine Ahnung, was der Typ wollte, aber die Eule kann dir keine High Five geben. Man konnte auch noch draußen gehen und die Eulen begutachten und streicheln. Der wird jetzt massiert von mir, ich geb denen die Mashallah-Massage für sein Leben. Oh, er will nur gestreichelt werden. Voll cool. Der Bree konnte sein. Warum darf man das im Zoo nicht? Ziegen darfst du streicheln gehen, aber warum nicht Eulen oder andere Tiere, die streichelbar sind? Kopf komplett rumdrehen, ich wusste nicht, dass die das können. Ich dachte immer nur, das können Giraffen. Fütterungszeit! Können Giraffen das? Also Eulen wusste ich, ja. Aber Giraffen? Oh, ich könnte den eigentlich so zerquetschen. Dann wurde der High-Five-Eulen... Boah, Typ einen auf seinem Arm fliegen lassen, aber sie kam nicht. Tut das so weh, ja, wenn die auf deine Arme fliegen ohne so einen Schutz? Ich meine, ich sehe gerade, die haben schon ganz schön Krallen da. Aber tut das wirklich so weh? Und immer noch nicht. Ja gut, die haben Krallen, okay. Ja, vielleicht um das Kreise zu machen. Ja, der macht sie größer. Ach, stell dich mal vor, der landet neben den Handschuh. Und? Aber was sind diese Schuhe? Ach du Scheiße. Preis, teuer, Einrichtung, Tee aus Eulentasse, süß und lecker, 10 von 10. Absurdität des Tiers, 7 von 10. Minuspunkt, zu viele Eulen auf zu wenig Fläche und haben keinen Platz zum Fliegen. Deswegen 1 von 10. Jo, halt, das ist voll mies. Dieses eine Tier, wovon ich gehört habe. Die wollen aber nicht sagen, welches Tier das ist. Man hat nur auf der Webseite so ein schwarzes Bild gesehen vom Tier, wie bei Pokémon, weißt du? Aber bevor wir da ankommen, geht einfach Nashorn ins Café mit dem loyalsten Tier der Welt. Oh, ich hab meinen Kopfhörer lauter gemacht, das ist nicht so cool. Bevor man reingeht, muss man sich Snoopy-Schuhe anziehen. Das sind sehr süße Snoopy, wie nennt man das? Schlaffen? Lachen? Pantoffeln. Man kann sich unendlich viele Getränke nehmen, welche warm und kalt im selben Gerät gelagert sind. Oh, das ist heiß. Guck mal, das ist heiß. Und das ist kalt. Das ist einfach zusammen. Das war cool. Und sonst, ja, naja. Wie? Da waren halt einfach sehr viele Hunde. Highlights, der hat am Tisch gepinkelt. Und der hatte eine Windel an. Das war süß. Ich will nicht zu viel Zeit verprasseln und endlich zu den gefährlichen Tieren kommen. 6 von 10. Deswegen sind Pinguine gefährlich? Das nächste Café. Das Igelcafé. Igelcafé? What? Wo sind die Igel? Es gibt eine Regel. Immer Handschuhe tragen. Und diese Regel kann ich gut nachvollziehen. Niemals mit bloßen Händen berühren. Ich habe sie mit bloßen Händen berührt. Man würde denken, dass sie stachelig sind, aber die sind gar nicht stachelig. Die sind voll weich. Aber die können ihre Stacheln sehr ausfahren, ne? Dass sie richtig spitz sind. Okay, doch, die sind schon stachelig. Wenn man die von hinten... Jeder hat seinen eigenen Tisch, in welchem zwei Igel sind und kann sich selbst ein Getränk holen. Warte mal, die sind in diesem kleinen Ding? Oha. Welches kochend heiß ist und man stellt es direkt neben den Igeln ab. Oha. Von Sicherheit haben die noch nie was gehört, oder? Sollen die Igel verbrennen? Außerdem gab es Würmer, womit man die Igel füttern kann, welche ich gegessen habe. Digga. Ja, kann man ja auch. Ich hab's leer gegessen. Einrichtung war ebenfalls süß. Igelbilder, Igelfiguren. Proteine. Gefangener Igel? Hä? Was hat der nur angerichtet? 10.000 Kriegsverbrechen. Und noch ein Igel im Gefängnis. Igel? Das ist kein Igel. Oh, sie nimmt den Hund aus. What dog breed is this? Miaka. Sorry? Miaka. Miaka? Yes. Was ist das, Alter? Ich hab noch nie so einen Hund gesehen. Kein Hund? Preis, teuer, Einrichtung 8 von 10. Absurdität des Tiers 7 von 10. Und das war's jetzt mit den normalen Cafés. Ab jetzt. Warte mal, sind die Preise Eintrittspreise? Kommen nur noch die absurdesten Cafés überhaupt. Da diese Cafés nicht krass in der Öffentlichkeit stehen, sind einige davon nicht tierfreundlich. Mir war im Vorhinein nicht bewusst, wie die Tiere hier gehalten werden, sonst wäre ich nicht hingegangen. Fangen wir an mit dem Otter-Café.
Nachdem man sich die Regeln durchgelesen hat, darf man sich ein Getränk nehmen und sich umschauen. Boah, geil, Alter, so ein Orangensaft jetzt schon fetzt. Das fetzt schon krass, Bro. Das ist einfach warm. Das riecht gar nicht gut. Orangensaft warm? Oh, Mama. Oh, das schmeckt gut. Die Otter haben eine Wanne mit Wasser und ein Puzzlespiel. Ich hasse es ja schon, warme Fanta zu trinken oder Cola. Womit sie ihre Zeit verbringen können. Außerdem ein Trampolin und Steinboden. Alles in einer 2 Quadratmeter großen Box. Otter sind sehr energiegeladene Tiere und brauchen Platz, um diese Energie loszuwerden. Hier definitiv nicht. In dieser Box waren sogar 2 Otter drin. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich in ganz Tokio gesehen habe gerade. Mehr auch. Haben die keinen Tierschutz oder so, die sich darum kümmern? Krank, Mann. In Deutschland hätte es sowas zum Glück nicht gegeben. Zum Kalt möchte ich diesen Kaffee auch nicht mehr schenken. Auf gar keinen Fall hingehen. 0 von 10. Da wir aber immer weiter in den unbekannten... Das Schlimme ist, dass es halt Leute gibt, die da wirklich ständig hingehen, sonst hätten die ja nicht mehr offen. In Cafés rutschen wir das nächste nicht besser. Ein Pinguin-Café. Ich bin dorthin gegangen, um zu schauen, ob es wirklich echt ist, und leider ist es das. Der Eingang war sehr hübsch gestaltet und wir wurden direkt zu unserem Tisch gebracht. Die Arme, Alter, und die haben nicht mal eine Treppe, die haben immer nur Ziegelsteine. Oder meinst du, die haben dahinter noch Platz zum Schwimmen oder so? Ich wollte es nicht wahrhaben, aber ehrlicherweise denke ich nicht, dass sie noch mehr Platz haben. Klein. Das ist ihr Zuhause. Stellen die Leute vom Café sich wirklich vor, dass man was zu trinken bestellt und die gefangenen Pinguine so beobachtet? Das einzige Gute an dem Café sind diese Handtücher, gefaltet als Pinguine, die sind süß. Okay, das Café war zum Glück, abgesehen von uns, komplett leer, aber dann fragt man sich, wozu sind die Pinguine eingesperrt? Und wieso existiert das noch, wenn keine Leute kommen? 0 von 10. Wie können die sich halten? Von Pinguin Café geht es in den Tropen, das Reptilien Café. Okay. In diesen kleinen Boxen müsste ich... Achso, was? Dieses Café war extrem schwer zu finden. Wir wussten nicht, wohin wir müssen und sind erstmal in irgendwelchen Backrooms gelandet. Ich glaube, wir sind in den Backrooms. Was ist das hier? Bro, das ist genau das. Wir sind so in der Endless Loop, das geht immer nur so weiter. Junge, wow. Junge, wir müssen weg, ich schwör's dir, wir müssen hier weg. Das wird ja immer gruseliger. Das sieht nicht so aus, Bro. Geht der Tasche und schnell. Letztendlich kamen wir an, sind hineingegangen und saßen uns hin. Man sitzt dann hier, umgeben von Reptilien, und trinkt dann sein Getränk. Das sind, glaube ich, wow. Hamster. Ist das eine Heuschrecke? Beste Hamster ever. Und der Bro wollte sich irgendwie das Leben nehmen? Bitte nein, bitte tu es nicht. Hab ihn dann rausgeholt und erstmal Liebe gezeigt. What's his name? Natürlich will er sich umbringen, wenn er nicht mal einen Namen hat. Der Arm ist mitten in seiner Existenzkrise. Sogar im Zoo stehen immer die Namen von den Tieren dran. Ich nenne ihn Depresso. Fühlt sich an wie Schuhsohle. Bester Mann, einfach Schuh geworden. Dann war er noch Smugger und platter Salamander. Boah, da würde ich gerne drauf stampfen, Alter. Der ist so platt. Preis, bitte teuer. Warum? Richtung 10 von 10. Absurdität des Tiers. Ja, also es sind halt Reptilien, keine Ahnung. 8 von 10. Das waren alle absurden, aber noch öffentlich zugänglichen Cafés. Somit kommen wir jetzt endlich zu den letzten beiden. Diese sind äußerst schwierig zu erreichen und das letzte mit einem Tier, über das nicht gesprochen wird. Aber zuerst gehen wir in das Schlangencafé. Als wir eintraten, wurden wir sofort von dem netten Personal gegrüßt. Yes. Hi. Neben dem Eingang sind einige Schlangen in Kisten eingeschlossen. Man darf sich eine auswählen, welche man mit zu seinem Tisch nimmt. Das ist Chibo. Hallo Chibo. Okay. Hi Chibo. Das ist aber mies. Die Schlange muss dann zugucken, wie du deinen Kuchen da wahrscheinlich genießt und was läuft. Und da sitzt man dann. Während die in der kleinen Box mit einer kleinen Schale Wassers. Oh Mann. Den Schlangen in einem engen, feuchten Raum. Das Café war fast leer und es saßen nur 2 Leute neben uns, die kein Wort gesagt haben. Und sonst war es still. Dann geht lieber in den Zoo, das ist besser. 5 Minuten, Junge, wie lange ist auf Toilette, Alter? Ich wechsle jetzt mal die Schlange, weil man darf ja auswechseln. Das hört sich an, ich wechsle jetzt mal die Schlange. Ich sage, er ist jetzt so lange auf Toilette gewesen, dass die Schlange schwarz geworden ist. Oh, die sieht cool aus. Hast du eine neue geholt? Nein, ich hab die in Öl eingetunkt, weil ich so mad geworden bin, weil die die ganze Zeit weg war. Wir durften 2 Schlangen aus ihrer Box lassen und sie halten. Wir haben uns für diese entschieden
Und die nächste hat mein Kameramann gewürgt. Der Arme wurde richtig rot und so. Und dann hat sie mich gewürgt. Fun Fact, sie leuchtet im Licht Regenbogenfarben. Cool. Leute, ich glaube, die Schlange ist voll drin. Der sucht schon nach 15 Minuten, also wir waren jetzt hier 15 Minuten drin, nach dem Ausgang. Guck mal, was er für komische Sachen macht, um einen Ausgang zu finden. Der verzweifelt komplett. Platz haben die Schlangen zu wenig und artgerecht werden sie auch nicht gehalten. Bitte nicht hingehen, 0 von 10. Das war das Schlangencafé und damit kommen wir zum allerletzten Tiercafé. Das Café mit dem mysteriösen Tier. Gehen wir hin. Hier irgendwo sollte es sein. Die letzte Station, das letzte Café. Auf der zweiten Etage anscheinend. Digga, ich hab sowas noch nie gesehen, aber ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal, wir gehen jetzt einfach hoch. Und da war's dann. Der Eingang sah relativ fröhlich aus. Da steht drauf, der beißt dir den Finger ab, Alter. Wow! Wir müssen die Schuhe anziehen, damit er uns nicht die Füße abbeißt. Ich wollte den Eintritt zahlen und die Mitarbeiterin wies uns darauf hin, dass wir nicht filmen dürfen. No? Ja, warum wohl? Filmen war bisher nie ein Problem. Aber hier schon? Dann ist es ganz kritisch. Welches Tier haben die hier untergebracht, dass man es nicht filmen darf? Wir haben es trotzdem getan und sind mit versteckter Kamera reingegangen. Auf den ersten Blick war nichts ungewöhnlich. Ein kleiner Raum, entspannte Musik und Katzen. Aber weit und breit nirgends das Tier von der Webseite zu sehen. Wir streichelten die süßen Kätzchen. Und dann sah ich etwas. Ganz weit versteckt in der Ecke. Ich dachte auf den ersten Blick, es sei eine Katze, aber das war's nicht. Oh. Es ist ein Kapibara! Was? Man sitzt dann hier mit einem Kapibara in der Mitte, trinkt was Leckeres und ich kenn das beobachtet hier nicht. Es. Ist das? Füttern durfte man es auch. Ich sehe es ja, aber. Ja. Wenn diese Schale leer ist, bin ich dran. Und streicheln übrigens auch. Ich hatte aber irgendwie sehr Angst davor. Steh mal auf und fass ihn mal an. Nein, Alter, ich fass dich nicht an, auf gar keinen Fall. Ich werde dich nicht anfassen, Alter, der wird mich töten. Komm schon, er wird mich töten! Junge, du hast es geschafft. Ich habe mit ihm noch ein wenig gespielt und mich verabschiedet. Ich gehe davon aus, dass man hier nicht filmen darf, weil man ein Capybara so nicht halten darf. Abonniert den Kanal und bitte unterstützt solche Tiercafés nicht, auch wenn sie süß sind. Aber das Ding ist halt, die Behörden, die gucken wahrscheinlich einfach weg, auch Tierschützer, weil die hätten doch von anderen Leuten schon lange erfahren, was da Phase ist. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Also die letzten waren wirklich schrecklich. Ich hoffe, ihr hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.